Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ich habe noch nie erlebt, außer bei der verloren gegangenen Wahl, dass ein Politiker sich hinstellt und sagt, liebe Leute, wir haben alles falsch gemacht. Tut uns leid, wir haben alles falsch gemacht. Wir sind auch nicht in der Lage, es besser zu machen, weil man eben die Uhr nicht zurückdrehen kann. Wir haben es vergeigt. Vergebt uns oder auch nicht und gewöhnt auch dran, es wird so weitergehen wie bis jetzt. Und deswegen denke ich, vielleicht wäre es eine Option, also nicht mal ein Vorschlag, nur eine denkbare Möglichkeit, ein Moratorium einzulegen. Also es vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang ohne eine Regierung zu versuchen. Ich meine, schlimmer kann es doch nicht kommen. Die Gesellschaft ist ausgesprochen reif und erwachsen. Sie kann sich selbst regieren. Nur, glaube ich, eins kann man mit Sicherheit sagen, es wird keine gelben Westen in Deutschland geben. Es wird auch keine rosa Westen geben, keine blauen Westen, keine grünen Westen. Sowas wird es gar nicht geben. Nicht? Bei uns gibt es nur Bewegungen, die heißen unteilbar oder MeToo. Bei uns geht es eigentlich immer um die Partizipation an etwas. Niemand darf zurückgelassen werden und alle müssen mitmachen können. In Frankreich haben sich Leute aufgemacht und rebellieren gegen das ganze System, ohne daran zu denken, ob alle mitmachen können oder nicht. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Aber es ist eben eine französische Tradition und wir haben sie nicht. Die größte deutsche Reform war die Abschaffung der Bahnsteigkarten. Man kann jetzt auf jeden Bahnhof, auf jeden Bahnsteig gehen, ohne vorher eine Bahnsteigkarte zu lösen. Und ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren in Köln lebte und Verwandte oder Bekannte am Bahnhof abholen wollte, musste ich für 20 Pfennig eine Bahnsteigkarte kaufen. Und da saß wirklich einer und knipste die ab. Die Abschaffung der Bahnsteigkarte in Deutschland war die größte Reform seit den Stein-Hardenbergschen Reformen im alten Preußen. Und der alte Witz von Lenin, glaube ich, ist damit überholt, dass die Deutschen keine Revolution in einem Bahnhof machen können, weil sie sich dafür die Bahnsteigkarte kaufen müssen. Der Witz ist überholt, aber die Situation ist eigentlich die gleiche geblieben. Es wird in Deutschland keine Revolution geben, keinen Umsturz, nur zaghafte, vorsichtige Reformen. Und was auch zunehmen wird, das haben wir ja in den letzten 4 Jahren, nein. Wie lange ist schon Merkel dran? Also in der Merkel-Ära haben wir das schon erlebt. Es wird ein Regieren am Volk vorbeigehen. Und vermutlich auch am Parlament.